Was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Es ist wieder soweit, jetzt wird mal wieder gekocht. Für die ganzen Leute, was zu Sellerie-Verachtung oder so sind, sag ich mal. Kommt heute vielleicht so ein Rezept, wo ich euch ranführen will, dass das auch sehr lecker schmecken kann. Einmal als ein Kartoffel-Sellerie-Püree, was mega geil schmeckt, also das kann ich echt bloß empfehlen. Und ich habe mir noch überlegt, meistens nimmst du ja bloß die Hälfte ungefähr, sagen wir von 800 Gramm nimmst du ungefähr so 350 bis 400, je nachdem dann vom Wegschneiden, sag ich mal. Und bleibt natürlich immer was übrig und da habe ich mir gedacht, machen wir gleich noch einen süß-sauer Salat mit dazu. Den kleinen Zwing süß-sauer mit einlegen. Und dazu gibt es ein Gulasch heute, einmal vom Rind und vom Schwein sozusagen, als halb und halb. Warum und wieso einmal Rind, einmal Schwein, erkläre ich euch im Video. Jetzt ganz wichtig, erstmal Pfanne anmachen, dass die heiß werden, um den Gulasch erstmal anzubraten. Von daher, kommt mit, es geht jetzt los. So, was darf natürlich am Anfang nicht fehlen, ganz wichtig, dass ihr euch das Zeug erstmal schön einmachen liniert. Wie gesagt, die Pfanne ist jetzt angemacht, hau da euch jetzt erstmal Salz drüber. Nicht zu knapp, richtig schön einpfeffern. Mit den Salz einpfeffern, genau. Dann, wenn ihr es eingepfeffert habt, könnt ihr richtigen Pfeffer mit dazu tun. Schön schwarzen Pfeffer, am besten schön grob. So ist es am geilsten, wenn du es dann schön grob reinhauen kannst. Auch nicht zu knapp würzen, der deutsche Gulasch ist und das mindestens so eine Stunde, aber bald ziehen sollte, mindestens. Dann etwas Chili-Flocken. Aber nur ein bisschen. Warum und wieso, seht ihr später nochmal. Lass nochmal drauf eingehen. Dann natürlich Paprika edelsüß, um das Ganze abzusüßen. Und Geheimzutat, ein ganz kleines bisschen Zimt mit dran. Erstens, weil es gesund ist und zweitens einen unvergleichlichen Geschmack dazu. Warum Zimt so gesund ist, blende ich euch jetzt mit ein, weil das gerade kein Thema mit ist, aber wen es interessiert, kannst du dich natürlich noch mit gleich durchlesen. So, dann Öl habt ihr in der Pfanne drin, wie gesagt. Ich tue das separat, einmal in der Pfanne und einmal im Topf natürlich anbraten. Jo, wieso einmal Rind, einmal Fleisch? Eine sagt jetzt, das Rind braucht doch viel länger wie das Schwein. Mag alles sein, aber, jetzt kommt das Aber. Wenn ihr Plusrind nimmt, läuft das Gefahr, dass das alles wenn getrocknet wird, die Sache. Und das Schwein gibt natürlich dann das Fett noch dazu, weil Rind ja relativ mager ist. Egal welches Stück ihr da nehmt, meistens. Von daher ist Schwein nicht so verkehrt. Und dass eh am Ende alles weich sein soll, von daher ist es auch nicht so schlimm, wenn du Rind und Fleisch nimmst. Was ich euch aber empfehle, wie gesagt, ist, du das separat anbraten. Du das einmal in der Pfanne und einmal im Topf machen, dass sich die Flüssigkeit schneller abzieht sozusagen. Und ihr das verhindert, dass das nicht richtig anbrät dann. Weil der Gulasch muss dann einfach richtig mit Röstaromen vollgepumpt werden. Und natürlich dann noch, wie ihr gleich sehen werdet, natürlich noch Knoblauch und Zwiebel mit rankommen. Und ganz zum Schluss noch etwas Paprika. Aber den Rest sehen wir gleich. Wie gesagt, dann wartet noch, bis das richtig schön heiß ist. Tut es anbraten. Und das habe ich euch jetzt kurz noch mit rein, wie ich das natürlich jetzt mit anbrate. Da werde ich aber nicht viel dazu sagen, weil das dann immer so komisch vom Ton immer mitlinkt. Und von daher seht einfach zu und dann geht es dann sozusagen am Brett dann weiter. Mit dem, was dann noch in die Gulasch mit reinkommt. Kurz testen. Ja. Ob es schon gut klingt. Ja, sieht sehr gut aus. Also rein damit. Ich glaube, das kann ja alles eine Menge Festung haben. Kann unten richtig schön anfassen. Das ist wirklich wichtig. Richtig geile Röstaromen. Das Einzige, was ich dann damit mache, mit dem Ablöschen, da haue ich dann ein Stück früher ran, was ich schon länger mal gemacht habe. So, dann geht's weiter natürlich.
wo ich euch dann mal einen Trick zeigen will, wer immer Probleme hat mit Knoblauchstillen, macht einfach her, geht hin, nimmt die Knoblauchstille, drückt einmal richtig drauf und dann könnt ihr die easy peasy abstillen. Ganz einfach. Noch einfacher könnt ihr es nicht haben, dann ist es geht es aber relativ schnell. Könnt ihr die einfach dann rausziehen hier, ganz einfach. Wer es noch nicht gekannt hat, ich finde das mega geil. Das braucht natürlich eine Menge Zeit. Hast du schon eine Menge angedrückt, weil mein Knoblauch ist wichtig, dass wenn die ätherischen Öle mit hat. Ungefähr 4 Knoblauchzehen auf den Gulasch. Auf ungefähr 1 Kilo Fleischwurst. Kleinen Fäng hacken. Wie gesagt, es macht nichts, wenn es ein grober ist, weil wenn Knoblauch verkocht, das verliert dann eh seine Kraft, weil es an die Brühe dann weiter wird. Gibt nur die Zwiebeln rein. Und in der Zeit könnt ihr dann schon einmal, schätze ich mal, schwenken. Dann das Fleisch dann schon mal etwas. Dann geht's mit den Zwiebeln weiter. Könnt ihr alle Dinge grob lassen, dann so besorgen. Wie gesagt, es ist wichtig beim Gulasch, dass sich der braune Blattsoße bildet. Und dann könnt ihr, wie hier ist, ich habe mir hier so eine kleine Rinderbrühe gemacht, habe ich sogar gewesen. Aber das ist schon ein Stück her, wo ich meine Suppe gemacht habe davon. So, dann sollte sich hier schön Bratensatz bilden dann sozusagen. Und es ist wichtig, dass ihr das ganz scharf anbratet, dass die Poren sich sofort schließen und nicht so viel Fleischsaft austritt dann. Das ist sehr, sehr wichtig beim Anbraten. So, dann können wir schon mal hingehen wieder. Könnt ihr dann sozusagen das Fleisch, was ihr hier habt, könnt ihr schon mal hier mit reinhauen. Der andere Satz ist schon mal relativ heiß jetzt und da könnt ihr dann die Schalotten jetzt noch reinhauen. Die Schalotten und den Knoblauch ganz leicht anbraten und dann mit der Brühe dann ablöschen. So habt ihr die besten Ergebnisse. Das Schöne, schreiben wir nochmal draußen. Und das Schöne ist dann sozusagen, dadurch ihr das Fleisch dann einmariniert habt, natürlich gibt es natürlich schon einen kräftigen Geschmack. Und das werdet ihr gleich sehen dann, hier wird sich dann alles dann lösen. Vom Fleisch antworten. Ja. Das Einzige, was ich jetzt noch mit dazu gebe, ist noch zwei bis drei oder vier, sag ich mal, Lorbeerblätter könnt ihr noch mit reinhaben. Lorbeerblätter ist, finde ich, ein Muss in jedem Schmorgericht oder Braten oder was auch immer. Weil das einfach die gewisse, oder das gewisse Extra einfach gibt dann. So. Und was wir machen können, ist etwas Piment könnt ihr mit rein tun. Das Piment wiederum. Nicht zu viel, bloß ein, zwei Stück ungefähr. Ich mag das, so mal vier kleine, passt. Dann. So, dann löschen wir den Spaß ab. Wie ihr hört, in dem Moment, wo ihr das hört, wo das sich so abflammt sozusagen, tut ihr den Bratensatz vom Fleisch anbraten lassen. So, sieht dann so aus, wie ihr es seht. Und dann haben wir den Spaß noch hier mit dran. Auch mit der Gewürzmischung dann sozusagen. Haben wir das alles schön miteinander. Zack. Auf der einen Seite habt ihr jetzt die Brühe natürlich dran, was schon mal mega Geschmack hat. Deswegen tue ich nicht noch mehr Lorbeerzeug und so mit dran. Solltet ihr aber nichts daheim haben, könnt ihr natürlich auch noch andere Gewürze natürlich noch mit dran haben.
Jetzt lassen wir das erstmal ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde kochen und dann kommt dann noch Paprika mit dran und etwas Möhren. Okay, die Möhren machen wir vielleicht jetzt noch gleich mit rein. Kann jetzt schon. Aber erstmal auffüllen, dass das Fleisch schön bedeckt ist. Das ist wichtig. Was dann noch wichtig ist, auf jeden Fall, wenn ihr den Gulasch jetzt angebraten habt, ihr habt die Brühe mit rein, habt Gewürz jetzt erstmal, tut mir dann anfangen zu zerwürzen, denkt dran, das muss mindestens, sag ich mal, anderthalb Stunden auf jeden Fall kochen. So roundabout eine Stunde, anderthalb ist, je nachdem, wie groß es oder klein das Fleisch ist, was ihr reinhaut. Kann natürlich auch abweichen, kann natürlich auch bis zu zwei Stunden dauern, wenn man sehr große oder grobe Stücke nimmt. Und ist wichtig, haut nicht zu viel Salz ran und nicht zu viel Chili. Tut lieber so die letzte halbe Stunde nochmal würzen. Und nochmal nachwürzen, weil je nachdem wie das Rind vom Alter oder das Schwein oder wie auch immer, es kommt immer darauf an, wie das Geschmack abgibt. Das ist sehr wichtig dann zum Schluss, dass ihr euch dann nicht zu überwürzt dann anfangt, wo ihr denkt, hey, das schmeckt doch noch gar nichts. Wartet ab, bis das Wasser runtergekocht ist und verkocht ist vor allen Dingen. Und dadurch der Vorverkochen-Prozess stattfindet, entwickelt sich sowieso mehr Geschmack und Intensivität. Von daher geht es weiter am Brett. So. Machen wir natürlich erstmal das eine jetzt zu Ende und das ist erstmal den Paprika jetzt noch zu Ende schneiden. Dann für den Gulasch und die Möhre schon mal vorbereiten. Dann sind wir sozusagen mit dem Gulasch durch und können eigentlich nichts mehr machen, außer zu warten, dass er eingekocht ist und dann einfach gut schmeckt. Eigentlich ganz simple Sache, für jeden denke ich auch wieder nachvollziehbar. Wie gesagt, das Rezept kann bei jedem abweichen. Bei mir ist es so, wie gesagt, vier Zwiebeln oder zwei Schalotten. Dann vier Knoblauchzehen, ungefähr auf 950 Gramm Gulasch, halb und halb. Dann, wie gesagt, entweder Brühe oder Wasser ein bisschen zum Auffüllen. Etwas Piment, etwas Lorbeer, je nach Geschmack dann sozusagen. Und wie ihr seht, zwei rote Paprika und eine Möhre. Und das sollte eigentlich reichen. Und ganz zum Schluss dann Chili noch einmal. Aber dann, wie gesagt, da zeige ich euch dann noch mal was. Auch noch einen kleinen Trick wie mit den Knoblauchzehen vorn. So, ich pulver das fix zusammen, die Möhre und die Paprika. Und dann geht's weiter mit den Sellerie. So. Dann können wir das erstmal zur Seite stellen sozusagen. Sonst ist dann der Paprika und die Möhren dann. Das darf einfach bei Gulasch empfehlen. So, dann gehen wir her. Dann wie gesagt, Sellerie. Habt ihr einmal hier. Ungefähr so 200-300 Gramm. Kartoffeln. Die nehmen wir uns jetzt her sozusagen und tun die jetzt erstmal teilen. Wunder schön klein machen dann. Ich habe hier jetzt Festkornende genommen für mein Püree, weil das cremige kommt dann eigentlich vom Sellerie und von der Milch, was dann noch mit dann dazu kommt. Spielt. Was ich euch persönlich empfehlen würde, nimmt zwei Teile Wasser oder drei Teile Wasser sogar und ein Teil Milch erstmal beim Kochen. Weil das Problem ist immer, sobald ihr irgendwas mit Milch oder Molke in Verbindung habt, mit Wasser und Kochen, das kocht gern über, von daher nimmt erstmal nicht so viel Milch. Und das Ganze, sagen wir mal, ganz gediegen würzen mit einfach bloß Salz und dann ganz zum Schluss könnt ihr noch mit Muskat mit dran machen, ist aber kein Muss und natürlich schwarzen Pfeffer. Und das, was wichtig ist, noch etwas Fett in Form von Butter. Aber den Rest dann, wenn es soweit ist. So, dann haben wir euch ein Topfleckchen. Könnt ihr das alles reinhauen. Und auf Deutsch gesagt, im Kochschlager einfach sagen, tot kochen einfach. Bis es richtig schön weich ist, das ist das Geile. Ihr müsst eigentlich bei den Sachen jeweils nicht unbedingt gucken, wie lange das alles dauert, weil ihr das einfach kochen lassen könnt und das macht dann sein Zeug für sich allein. Ich würde euch trotzdem gleich empfehlen, kocht alles beides zusammen gleich. Dann kriegt ihr den besten Geschmack raus.
Das kriegen dann alles mit dem Meerschweinchen, ihr wisst ja. Ja, was mich, die was mich verfolgen seit längerem, die wissen ja Bescheid. Bei uns kommt eigentlich nichts weg, wird alles schön für den Meerschweinchen genommen. Die Sellerie könnt ihr eine kleine Menge so sehen. Ihr könnt es sogar als vegetarischen Patty nehmen, weil Sellerie sehr lange auch eine feste Konsistenz hat, bis es richtig weich wird. Und daher auch schön klein schneiden. Könnt ihr das sogar als vegetarisches Patty sozusagen auch benutzen, wenn ihr das wolltet. Da würde ich euch aber empfehlen, das Atlantik vorzublanchieren. Also einfach ein kochendes Wasser tun. Und sagen wir so 2-3 Minuten drinnen ziehen zu lassen und dann erst anbraten. So, jetzt beim Kochen kommt ungefähr also 3-4 Teelöffel Salz ran. Sollte erstmal passen, dann muss ich mal kurz den Kühlschrank aufmachen. Live on stage. Ich sage ungefähr 100 Milliliter Wasser und Milch und den Rest dann mit Wasser auffüllen. So dass es schön bedeckt ist und dann, hier ist der Topf, so dass es ungefähr bedeckt ist. Sagen wir mal so 300 Milliliter ungefähr. Oder ich mache es einfach für euch gleich, ich messe es einfach ab und tief an. Aber ich schätze mal so 300 Milliliter sollte es sein, das sollte reichen. Passt genau, 300. Das lasst ihr jetzt runterkochen und einkochen. Jo, dann war es das für den zweiten Teil auch schon. Ich sag heute ein geiles Gericht, aber trotzdem braucht er nicht viel. Seht, das wird dann der Teller für die Meerschweinchen. Kommt ja noch was dazu gleich. So, dann geht's weiter mit anderen Sellerie. Wie gesagt, da müsst ihr immer eine Menge gucken. Wie gesagt, tut es ruhig immer waschen davor, weil da immer relativ viel Erde und solche Sachen dran ist. Legen wir uns alles schön zur Seite. Jetzt kommen wir erstmal dazu. Wie gesagt, ich zeige es euch mal ganz kurz. Das kocht jetzt vor sich hin. Schön. Und hier sieht es dann so aus. Aber wie gesagt, da brauche ich jetzt, denke ich mal, nichts sagen. So. Ich versuche euch ja wirklich immer zu vermitteln, ein recht einfaches Gericht, aber trotzdem was sehr gut schmeckt. Das geht alles noch zu dem Meerschweinchen mit hin. Ich sage, wer eingelegte Sachen so mag, so an sich. Ich finde es auch sehr lecker. Gerade Gewürzgurken und so. So. Ist schon mega lecker. So, dann ganz einfach. Also, ich würde es euch so empfehlen: schneidet euch ungefähr so dick erstmal den Anfang runter. Nicht dick, oder das können wir vielleicht sogar noch ein bisschen dünner schneiden. Und dann schneidet ihr euch hier solche Stifte einfach runter. So easy peasy. Wenn es doch ein kleines Ding zu grob sein sollte, könnt ihr das auch ruhig noch mal ein kleines Ding schneiden. Schönes Julienne runterschneiden. Das mache ich mal fix und dann geht's weiter. Ja, weil ich finde immer, Sellerie ist so verrufen eigentlich, obwohl das eigentlich, wenn du das gut handelst, auch wirklich sehr, sehr lecker sein kann.
ist wirklich dann eine Sache für sich einfach. Aber es schmeckt wirklich richtig gut. Wenn du damit wie mit allen irgendwie gut umgehen kannst, wie gerade als Koch, dann probierst du ja auch wirklich viele Sachen, dann ist das wirklich so eine richtig geile Sache. So, hier ist wieder schöner. Jo, den Wurzeln. Und zwar ganz normal wieder anfangen mit Pfeffer. Muss einfach sein. Es kann richtig schön kräftig sein, dadurch, dass er wie gesagt eingelegt ist. Dann ungefähr eine Spitze Zimt. Ein kleines bisschen Chili wieder. Ja, ihr wisst Chili, ich bin Chili-Fan vor dem Herrn. Dann ganz wichtig Zucker, ungefähr 1 oder 2 Esslöffel. Dosis leer, muss ich mal kurz was Neues machen. Ja. Auch nur praktisch, die Eiweißdosen, kannst du immer schön das Zeug wieder reinhauen. Aber mal kurz rüber. So schön hier gerast. Dann hauen wir schön Essig noch mit rein. Ungefähr 2 Esslöffel. Und natürlich Salz. Und da könnt ihr jetzt auch noch ein ganz kleines, also ich selber haue da immer gerne noch 2 kleine Lorbeerblätter mit dran. Ein kleines wenig Piment. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ein Salat mit Rotkraut sozusagen dann so ähnlich vergleicht. So ähnlich kannst du dir das dann auch vorstellen. Klingt komisch, aber schmeckt echt mega lecker. So, ungefähr Piment würde ich ungefähr so 3 bis 4, 5 Kugeln, mehr nicht. So, das füllen wir jetzt noch mit Wasser auf. Könnt ihr dann schon mal kosten, aber ich würde euch empfehlen, lasst es erstmal ziehen, so 1-2 Stunden und dann probieren wir. Jetzt kocht erstmal alles und dann sehen wir uns dann, wenn es zur Endphase geht, weiter. Bis gleich. So. Bei euch sind natürlich jetzt ein paar Sekunden los vergangen und bei mir sind jetzt ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen mittlerweile. Und jetzt ist das Püree so halbwegs fertig. Wie gesagt, ihr seht es dann, dass das wenig verkocht ist mit der Milch und das ganze Zeug. Und dann tut er als erster Schritt erstmal die Flüssigkeit etwas abgießen. Hat auch den Vorteil, dass ihr danach selber entscheiden könnt, wie fluffig ihr das haben wollt, das Püree. Oder den Stampf eher, das Püree. Wer es noch nicht weiß, Püree ist, wenn das nochmal durch Sieb durchgestrichen ist, das ist Püree und das ist Stampf sozusagen. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht es mit so einem Rührstab einfach. Oder damit. Ist natürlich oldschool. Dann fangen wir erstmal an. Jetzt ist ganz wichtig, Butter. Jetzt sehr wichtig. Schön ungefähr 3 bis 4 dünne Scheiben von der Butter einfach runterschneiden. Was würde es sein? Ungefähr so 10. Nee, Quatsch, nicht 10 Gramm. So 20 bis 30 Gramm ungefähr sollten das sein. Roundabout oder so. Also. Mehr nehmen, wenn ihr das wolltet. Könnt ihr 40 Gramm nehmen, jetzt mal übertrieben gesagt. So, dann geht er her. Fangen wir an, das erstmal ein kleines Ding zu verstampfen. Ich sag, das soll richtig, richtig verkocht sein. Also wirklich so weich wie nur möglich ist. Sellerie sowie die Kartoffeln. Das seht ihr schon, dass sich das richtig schön stampfen lässt, alles. Jetzt ist wichtig, entweder die Brühe, die könnt ihr mal kosten, oder wie gesagt, ihr haut Milch einfach jetzt pur ran. Nochmal. Ich habe gerade hier die 1,5% hier, das ist natürlich nicht viel. Aber
Das soll nicht Hauptbestandteil sein. Na, hier ist der Hauptbestandteil nochmal mehr auf den Sellerie gelegen. Und wie gesagt, ihr habt ja schon trotzdem die eingekochte Milch auch mit drin. Und ich persönlich habe das früher immer so gemacht, das ist jetzt nochmal so als kleines Gimmick. Ihr könnt es so stampfen. Oder ihr nehmt einen Rührstock. Und so wird es richtig fluffig dann, weil ihr dann ja die Luft mit unterheben tut, sozusagen durch das Rühren. Und ist meiner Meinung nach wird es dann richtig, richtig fluffig. Die Butter bindet sich jetzt dann mit den Kartoffeln und in den Sellerie. Und dann kommt eigentlich bloß noch ein ganz kleines Menge Pfeffer dran. Ganz zum Schluss frisch nochmal richtig schön drüber gehauen. Da kann der Pfeffer sich jetzt richtig schön entfalten. Ich hau trotzdem noch einen ganz kleinen Schluck Milch ran. Und noch einen kleinen Schluck Butter, weil Butter kann immer eigentlich nicht mal gut ran. Sag mal, macht er insgesamt vielleicht, ja, macht er so 40 bis 50 Gramm, vielleicht Butter ist dann wirklich angenehm. So. Das wär's dann dafür. Was ich euch auch noch mit sagen wollte, das hatte ich vorhin vergessen gehabt. Das zeige ich euch noch mal kurz bei den, bei den Salat hier oder bei den eingelegten tut es entweder kurz in der Mikrowelle rein, dass das Atlantis eine Hitze abbekommt, dann tut es schneller garen und der Zucker und das Salz wird sich dann erst richtig komplett auflösen. Entweder ihr macht so, ihr haut es in der Mikrowelle rein oder ihr macht es einfach in den Kochtopf, fix aufkochen und dann einfach auskühlen lassen. Ich mache Mikrowelle, weil Mikrowelle lässt es schneller runterkühlen und bis das alles aufgekocht ist und mit Kochtopf, Herdplatte etc. ist Mikrowelle einfach günstiger. So, wie ihr seht, ist es jetzt schön fluffig auf jeden Fall. Und am besten könnt ihr es einfach sehen, wenn ihr das wenn ihr das Püree dann sozusagen macht. Das will ich mal kurz umschwenken. Und wie gesagt, wartet immer bis die Flüssigkeit, jetzt, bis die Flüssigkeit richtig runtergekocht ist und wenn du ungefähr dann so viel Satz unten haben, so passt auf, dass es nicht verkocht, weil es brennt an, das ist dann alle gut. Und dann könnt ihr das einfach, wie gesagt, entweder mit dem Stab, nehmt aber bitte keinen Pürierstab, weil ein Pürierstab, durch die Hitze, was entsteht, tut das Kartoffel, die Stärke so wie Art Schleim dann werden lassen und das bindet dann extremst und das ist dann nicht lecker. Ganz einfach. Sieht erstens blöd aus und schmeckt auch nicht so gut wie so. So tut er immer schön Luft unterheben und beim Berührer tut er einfach bloß die Struktur sozusagen zerstören und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wie gesagt, wenn ihr ein richtig feines Püree habt, nehmt euch ein Sieb her, tut das Püree in das Sieb rein und tut es einfach mit dem Schlesinger durchstreichen und dann ist es perfekt. Und mehr braucht ihr einfach nicht dran machen. Ich hoffe, es schmeckt euch. Wie gesagt, ich werde nochmal einen Teller anrichten. Der Gulasch mittlerweile habe ich diese Paprika und so alles mit rein. Und je nachdem, wie ihr das wollt, ich persönlich finde, Gulasch muss langsam angedickt sein. Könnt entweder mit normalen Mehl, ganz normalen Mehl machen, Mehl und Wasser eine Menge einrühren, 1 zu 2 ungefähr vom Teil her, und dann das mit reinhauen, dann bindet es so vor. Oder wenn ihr daheim Soßen bindet, könnt ihr natürlich auch Soßenbinder nehmen, dunklen zum Beispiel, oder lasst einfach so, wie es ist. Durch die Zwiebel, Knoblauch und so entsteht sowieso eine gewisse Bindung und der Paprika, und von daher seht ihr es dann noch, wenn ich es nochmal anmische. Es wird bei mir noch mal mindestens eine Dreiviertelstunde vergehen und dann sehen wir uns am Teller. So Leute, jetzt geht's gleich zum Finale. Der Gulasch ist jetzt soweit fertig, hat ungefähr eine anderthalbe Stunde gekocht. Und wie gesagt, macht euch eine kleine Mehlpampe sozusagen, ein Teil Wasser, ein Teil Mehl, also das reinrühren mit dem Quirlchen zumal und dann mit reinhauen in den Gulasch. Macht aber langsam, wenn ihr noch nicht damit gearbeitet habt. Nach und nach einkippen und guckt dann, wie fest die Konsistenz dann wird von der. Nicht, dass es zu dick dann wird und dann müsst ihr Unmengen an Wasser strecken und das ist nicht so eine Sache. Das muss bloß ein kleines wenig sämig sein und ein kleines wenig angedickt sein. Weil zu viel ist dann auch nicht gut, wenn man da ranhält. Und jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Trick mit ein paar Chilis, was ich dann zum Schluss noch mit ran mache. Wir tun jetzt erstmal an den Teller zurückgehen und tun jetzt ein wenig anrichten. Ich sag, du kannst nicht besonders jetzt anrichten, das ist klar, aber dass ihr mal seht, was ich meine mit den Chilis und so. Und dann haut ihr euch das einfach mit rein,
wie gesagt, macht das so halb Hälfte kleines wegen Kartoffelpüree oder Stampf, wie auch immer ihr das jetzt schimpfen wollt. Wenn ihr so ein kleines wenig abdrehen findet, wie gesagt, das denke ich jedem klar. Dann nehmt ihr euch eine schöne Kelle mit Fleisch, schön Brühe, haut das mit rein natürlich. Zack. So ein Yin und Yang Zeichen habt, bestenfalls. Zack. Und ich sage euch eins jetzt schon, das schmeckt mega, mega lecker. Dann so eine, deswegen mit der Chili tatsächlich aufpassen, weil ich finde dann so zum Schluss, ich zeige euch das mal, ich habe hier so eine Box, da sind die Chilischoten eingefroren und immer wenn ihr die braucht, die sehen Bombe aus. Ich habe die bestimmt jetzt schon dreiviertel Jahre drin. Und ihr könnt euch die Chili dann nehmen, ihr seht es wie hier, so kleines Ding angeriffelt, haut ihr euch drüber und dann tut es ganz fein, könnt ihr euch das runter pürieren. Habt ihr so einen ganz feinen Geschmack von der Chili mit dran, es ist mega frisch. Und dann zum Schluss noch ein kleines Ding Zitronen, Abrieb noch mit dran. Und dann ist es einfach perfekt, so wie es sein soll. Dann könnt ihr euer kleiner Salat noch mit dazu. Könnt ihr euch dann oben drauf machen. Sozusagen als letzten Feinschliff. Der Salat sollte aber am besten, ich zeige es euch jetzt bloß mal für die Dings, sollte am besten trotzdem ungefähr 24 Stunden lang stehen, dass das richtig schön einmariniert ist. So, und so sollte es letzten Endes dann aussehen. Ich sagte, ihr könnt noch wenig grün natürlich schon mit draufhauen oder wie auch immer. Und von daher, lasst es euch schmecken. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn Fragen sind, haut es gerne in die Kommentare. Lasst es euch schmecken. Ciao.